Hallo und herzlich willkommen zu Shattered Skies. An meiner Seite der Daniel. Jo, hallöchen. Dies ist, sag ich mal, so eine Art Testaufnahme, Testpart, weil ich erstmal sehen will, wie es für mich ankommt und wie es bei euch ankommt. Daniel hat schon ein bisschen gespielt, er ist Level 6, ich bin ein Noob, Level 1. Ja, bei mir auf dem Kanal läuft's schon, alle zwei Tage momentan. Hab mit dem Milo dann schon eine Session angefangen. Und Ivan ist noch nicht so überzeugt und deswegen habe ich jetzt also gesagt, ganz kurz zu sagen, das Spiel hat, muss ja wirklich bis jetzt schon viel Kritik einstecken, weil es von den Machern von Infestation, wo sie Romero's ja. Aftermath halt ist. Naja. Das ist natürlich der einzigste Punkt, dass sie eine schlimme Vorgeschichte haben. Ne? Oh ja. Aber ich muss sagen, grafisch gesehen, jetzt ist es zwar leicht unscharf, aber hey, hier ist die Kiste. Ja, vergiss die Kiste. Jedoch, die haben halt die alten Spiele immer, ich weiß nicht, die haben sie einfach liegen gelassen, nicht weiterentwickelt. Ja, naja, ich finde jetzt das Aftermath zum Schluss, das war, also war jetzt nicht so der Brüller. Oh, warte mal, ich habe wohl die Sachen bekommen. Ich habe so eine Kiste mit Items und, weißt? Oh, Alien. Oh. Und hier sind, in dem Einzel sind Level, Dings. Genau, hier gibt es keine Zombies, sondern Aliens und die haben scheinbar auch noch so eine Art Schild. Gib ihm hart, Alter. Aber die lassen nicht mal was fallen, ne? Ne, die nicht. Auch komm mal mit. Oh, warte. Was ganz... Armor. Ich hab Rüstung. Hier, was mach ich jetzt damit? Was ganz wichtig... Ja, die kannst du einfach aufnehmen, dann legt er sie automatisch an. Hier liegen irgendwo so eine Dinger rum. Und die sind ganz, ganz wichtig. Na, hier so eine... hier, guck, hier. Nee. Ist das das? Nee, das ist nicht. Die finde ich jetzt, die gibt's aber echt, es schaut cool aus. Du, die das gibt's, muss ich sagen. Die gibt's echt selten. Das sind so eine. Ah, jetzt finde ich keins hier Vorführeffekt oder was? Oder was meinst du denn? Erklär doch mal. Vielleicht. Das ist so ein kleiner Klumpen, den du aufheben kannst. Ne? Und das ist Material. Ja, das ist Material, was du eben sehr selten kriegst. Manchmal lassen das die Aliens auch fallen. Aber hier findet man manchmal auch ein oder zwei so eine Dinger. Ganz kurz bloß zu sagen, später gibt mir Feedback, was ihr davon haltet von, sag ich mal, der Serie, wenn dann ein zustande kommt. Weil, naja, es muss euch gefallen im Endeffekt. Ich sehe echt keinen von diesen. Aber es gefällt mir hier voll Geleesteine, keine Ahnung. Ich habe hier immer noch so, Welcome to the Game, ey, immer noch die Kiste. Da ist wieder einer. Ah, warte, ich kann jetzt nicht. Ah, tu mir nicht weh. Ah, da hinten, okay. Das ist cool, ich habe keine Angst. Man kann übrigens Schussdauer ändern und auch den Munitionstypen. Hab ihn. Und er ist schon tot. Dein Ernst? Hab ihn hart genommen. Hart rangenommen, ja, ich sehe ja. Moment, ich hab wohl die Kisten, Alter. Der hat auch, ne, die kannst du, Moment, du müsstest auch so Bilder, fünf Reisen. Ja, die kannst du alle öffnen, die kannst du alle öffnen, da ist überall was drin, ne? Scope und so was alles. Und also kein einziges Scope für mich bis jetzt. Pistolen bis zum Umfallen. Und wie ist es mit den Waffen aufleveln? Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Nee, Waffen nicht aufleveln. Das ist, du findest Waffen mit Level 1, Level 2 oder... Ach so. Ja, hier, guck mal, diese Taschen, in denen ist auch noch was drin. Hier zum Beispiel hast du jetzt alles hingeschmissen hier unten. Was? Nein! Hier, guck. Okay, warte. Nimm's mir ja nicht weg. Nee. Oh, nee, dich du. So. Und was habe ich jetzt... Alter, ich habe... Scheiße! Wenn du die Tasche hier, glaube ich, nochmal öffnest, ist auch noch was drin. Ich glaube aber nur Stacheldraht und so ein Schild, was du so hinstellen kannst, was? Kacke, ich bin zu schwer. Das hat mir keiner gesagt. Naja, du solltest nicht alle Taschen öffnen. Diese Taschen, die da hattest, wo steht, willkommen sie geben, ne? Ja. Die hast du auch, selbst wenn du jetzt stirbst, behältst du die. Und die kannst du dann jedes Mal als Startpaket nutzen. Das ist mir vielleicht... Ja, das ist gut ja, zu wissen jetzt. Ich nehme das jetzt mal mit für dich. Ah, nein! Ah! Ich habe keine Pistolenmunition. Das ist ein Witz. Ich krieg. Ah! Aua! Oh! Komm mal hier rumgelaufen. Komm rumgelaufen. Dass ich ihn sehe. Der tötet mich voll hart, Mann. Ja, komm zu mir. Du Arschkrapfen, du. Jetzt bleib. Der hat voll hart zugeschlagen, der Wichser. So. So machen wir das immer mit Milo, dass dann derjenige dann wegrennt und zu den anderen hinrennt, weißt du, und der andere dann schon steht und wartet und den Empfang nimmt. Oh, mir geht's gar nicht gut.
So. Aber ich habe 300 Schuss für die Waffe. Irgendwie. Na gut, dann gehen wir mal erst in Richtung Safe Zone und bringen dein Zeug weg. Ja, finde ich gut. Ne? Safe Zone, okay. Safe Zone gibt es hier wie in Infestation, so wie ich das. Na, es sind nur zwei, Blitzchen. Einmal oben und dann hast du auf der Karte diese roten, ne? Das ist auch Safe Zone, aber da bist du nicht safe, da kannst du getötet werden. Also ich muss ja sagen, mir gefällt allein dieser ländliche Look, also viel Wald, viel Busch, viel Gras, weißt? Mhm. Ja, diese jetzt Gestaltung von der Natur her finde ich richtig hammergeil. Ja, ich auch. Aber ich muss sagen, ist gleich trotzdem irgendwie Infestation. Ich weiß auch nicht. Es hat einen Touch von Infestation, die Gebäude zumindest. Mhm. Diese ja, Sandsäcke hier sind sie alle fast zerstört, ne? Ja, ist quasi Infestation nach 400 Jahren. Mit Aliens. So ungefähr, ja. Ja, keine Ahnung. Nur wir laufen mal hier so schräg durch den Busch. Ich muss sagen, die Ego-Perspektive gefällt mir gut. Es gibt natürlich noch die Third Version, aber die Ego gefällt mir richtig gut. Die hat mir richtig angetan. Ja, die First Version ist natürlich, da hast du mehr Überblick, ne? Du siehst mehr einfach. Du siehst auch mehr dann, wenn irgendwo weiter rechts oder links jemand sich nähert oder so. Das siehst du in der Ego eben nicht so gut. Ja, das stimmt. Und ich finde, weil dann die Waffe da immer beim Laufen so wackelt, lenkt einen das total ab, die Umgebung im Blick zu behalten, weißt du? Ja, hier ist es leider nicht wie DayZ, dass du dich umdrehen kannst während des Laufens. Ja. Und also ich finde, die sollten diesen, wenn man jetzt aus der Hüfte schießen will, ne, siehst du auch diesen ganz kleinen Zwergenpunkt da. Ja, ja. Da sollten sie vielleicht noch so ein kleines Kreuz draus machen, oder? Diese hätten das wie ein Infestation machen sollen, dass wenn du aus der Nicht-Ego-Perspektive auch zielst, dass er bloß näher ranzoomt und nicht direkt wieder genau in den Ego-Perspektive geht, weißt? Genau. Dass du quasi trotzdem immer noch in der First Version anvisieren kannst. Genau, finde ich auch. Ja, da hinten haben wir Eisberge, aber ich weiß gar nicht, ob da war ich, glaube ich, noch nie. Also ich schau mal auf die Map. Die Map gefällt mir so von der Gestaltung her richtig, richtig gut. So vom Aussehen, jetzt optisch halt. Mhm. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass sie den gleichen Fehler machen, dass die Map wie Kaugummi auseinanderziehen. Ah, nee, das sollen sie bloß nicht machen. Die sollen die echt so, die können sie zwar erweitern, dann machen sie da hinten die Berge auf und machen noch einen Weg raus. Ja, ne? So sehe ich das auch, lieber die genau Map immer kontinuierlich stetig erweitern. Aber nicht auseinanderziehen, strecken, genau. Aber nicht auseinanderziehen, also so, dass wir jetzt von dem einen Punkt da bis zu safe jetzt die 2 Minuten gebraucht haben, nicht, dass wir dann irgendwann später für die Strecke dann 10 Minuten brauchen. Ne? Das würde ich dann auch blöd finden. Nur damit ihr im Vornherein Bescheid wisst, das, was wir jetzt aufnehmen, das wird erst am 23. Juni erscheinen, weil über 15 Minuten, ihr wisst schon. Mhm. Ach ja, da fällt ja mir leider, ne, was ein, da muss ich dir dann nachher in der Pause nochmal was fragen. Jo, mach das. Was jetzt hier nicht reingehört. Es geht um so ein Dislike und sowas, ne? Ich habe da, ja, klar, kannst du. Na, ich habe da ein Video, aber da weiß ich nicht, ob ich das hochladen sollte, weil zwecks diesen. Ja, dann das kannst du mir danach erklären. Genau. Alter, das ist die Safe Zone. So, na gut, dann erkläre ich dir erstmal. Komm mal hier rüber. Warte mal, das ist die Bevölkerung hier. Komm mal hier rüber. Alter, wenn du jetzt hier reingehst und guckst, hast du zum Beispiel die Materialkisten, die du hier sammelst, ne? Aha. Ja, und wenn du jetzt auf die Materialkisten klickst, zeigt er dir an, was ich brauche dafür, verstehe. Ja, und dann kann er das umwandeln und dann kriegst du einmal diese Coins, entweder diese goldenen oder diese anderen, ne? Ja, und die kann ich für Material für Waffen eintauschen oder so ein Scheiß. Ja, ja, und das ist dann sozusagen die Geldwährung und dann kannst du entweder hier unten so eine Tasche dir kaufen, wo wieder eine Waffe und so drin ist, oder du kannst auch, nee, das Ding nicht, das ist der Clan. Hier hast du dann noch Waffen und hier hast du noch Klamotten hier. Und Rüstung und so. Was? Okay, und wo kriege ich mein Zeug unter? Ja, komm mit. So, da könntest du, da ist ein brennendes Feuer drüben, da kannst du deine, wenn du zu Büchsen hast, ne? Ja. Die kannst du da abkochen, dann sind die offen und wenn du dann eine isst davon, die halten länger und füllen mehr auf. Okay, und was bedeutet dieses Fallschirmsymbol oben rechts? Das ist, wenn jetzt hier, guck mal oben an der Linie, wo die Zahlen Südwest und so. Ah, da hinten ist quasi ja, da ein kommt, Airdrop. Da kommt eine Kiste runter. Die kann aber jeder öffnen, ne? Nur wenn, cool. Wir sind gestern auch mit Milo zu so einer Ding hingerannt und natürlich mussten andere auch da sein und ich habe einen getötet, aber wurde dann von dem zweiten getötet. Ey, da lässt die Waffen fallen. So, nimm's ja, auf. Die kannst du alle aufheben und dein Dings reinpacken. Auch hier die Dings hier unten. Ich habe hier auch in dem Ding so einen Willkommen zum Spiel. Ja, ja.
die kannst du dann auch nochmal öffnen und dann ist da auch nochmal Waffen. Das ist so eine Art Starterpaket immer, weißt du? Wenn du die aber bei dir hast und du stirbst, hast du die trotzdem, wenn du wieder lebendig bist, also wieder neu gespawnt bist, hast du die Tasche dann trotzdem bei dir, solange du sie nicht geöffnet hast. Hebst du auch gerade alles mit auf? Nee, ne? Nee, ich schmeiß dir jetzt höchstens dein Zeug hier hin. Was? Ja. Alter, ich bin schon wieder voll, das gibt's noch nicht. Ich glaube, die Leute wollen das ganze Zeug gar nicht. Kann das sein? Nee, das wollen die auch nicht. Das, was kann man die Munition irgendwie entfernen von den Waffen? Geht das? Ja, kannst du, wenn du rechts anklickst und in der Mitte dann die Schrift. Da holst du die Munition raus. Nur hier bei denen, die ich jetzt gerade rausgeschmissen habe, da war überall keine Munition mehr drin. Da war gar keine mehr, okay. Ne, da war keine mehr drin. Mal gucken, ob ich noch Munition habe. Ich habe übrigens auch noch eine Tasche hier drin bekommen, to the game. Aber die hebe ich mir auf. Echt? Ich nicht. Muss ich da mal öffnen, Moment. Ich nicht. Pistole kann ich auch da lassen. Ich habe FMJ. Was ist FMJ-Munition? Was zum Hängen? Das sind die Patronentypen, ne? Ach, das ist 9mm. Ich habe quasi 9mm Munition, aber ich habe keine 9mm Pistole oder wie? Was hast du denn für eine Pistole? Ultra LC9. Ja, das ist die mit 9mm. Ah, die braucht 9mm, genau. Ich hab eine Taschenlampe bekommen. Cool. Kann ich die irgendwie an die Waffe hinzufügen? Geht das? Eine was? Ja, da musst du in dein im Menü gehen. Hm? So I drücken, ne? Und da musst du bei der Waffe oben, die drinne ist in deinem Dings, da ist das so ein Zahnrad, so ein oranges. Ah, ne? Ich sehe es. Wow, genau. Cool. Und da kannst du dann quasi Scopes drauf machen, Patronen oder ne, alles was du dann dafür hast. Ja, ne? Oh mein Gott, das ist ja genial. Und wie mache ich das Ding dann an? Und was ist der Unterschied zwischen den Taschenlampen? Ist irgendeine besser? Ich nutze keine Taschenlampen, weil ich bei Milo gesehen hatte, der hat eine genutzt und die ist immer alleine von alleine angegangen, ne, obwohl er sie ausgemacht hatte. Und sieht ja dann jeder. Kann man die schießen? Ja, sicher kannst du die schießen, aber kriegen keinen Schaden, wenn du auf jemanden schießt. Okay. Kann ich hier. Ah! Bleib mal stehen, ich wollte gerade dein Bein schießen. Au! Bei mir wurde es rot, Mann. Ja, aber du nimmst keinen Schaden. Schafft jeder. So, okay, wir können meinetwegen. Warte mal. Was war das denn, Alter? Hat er einen fahren lassen. So, lass uns mal noch kurz meine Wasserflasche. Mach ich diese Taschenlampe aus? Mit F. Ja, tatsächlich. Ich will noch kurz meine Wasserflaschen auffüllen. Was, Wasserflaschen? Hm, ja, mal, ich kann ja eine abgeben. Ich hab hier Essen, Trinken. Ach so, tatsächlich. Gehst du hier zum. Warte mal, ich schmeiß dir mal eine Leere raus. Hier, nimm mal. Und gehst du an den Brunnen ran, öffnest dein Inventar. Nimm die mal auf. Gehst hier ran, öffnest dein Inventar und rechts ran und full Dings. Dann ist sie wieder voll. Was? Muss aber nicht bei alle Brunnen stehen clean da, ne? Bei manche Brunnen. Ist bei mir gar nichts da. Wo steht da was? Du machst jetzt. Gehst nur hier an den Brunnen. Ja. Drückst auf I. Ja. Dann tust du die Wasserflasche rechts anklicken und Full drücken. Ja, aber wo steht hier irgendwas von Clean? Na, wenn die Wasserflasche voll ist, wieder mit Wasser, ne? Ah, dann steht da Clean Water und bla. Genau. Ja, okay. So, aber es können auch Brunnen, es gibt in der Welt dieselben Brunnen, die sehen genauso aus. Da muss aber kein cleanes Wasser rauskommen. Kann auch sein, dass du dann da so braune Brühe drin hast. Dann musst du das. Dann kannst du das Wasser hier an so einem Feuer, abkochen. Genau. Genial. Okay, dann würde ich sagen, wir haben das Tutorial jetzt quasi hinter uns. Ich würde sagen, wir machen schnell einen kleinen Schnitt. Yeah. Yeah. Wir spielen keine, geil keine, aus, ne? Willst du keine 20 Minuten voll machen? Nee, das war jetzt quasi so Einführungspart erstmal. Ach, den willst du dann doch schon vor dem 23. hochladen. Nee, wir haben ja über 15 Minuten, oder? Nee, 14, 21. Okay, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao. Alles klar, na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi.